präsentiert von Rolex. Barocke Melodien, Klassiker von Gershwin, lateinamerikanische Rhythmen und Schätze der Kammermusik im prächtigen Pariser Palais Garnier. Rolando Villazón und Geigenvirtuose Renaud Capuçon laden zu einer fesselnden Reise ein beim Abschlusskonzert der Rolex Perpetual Music Reihe, um die Musikwelt in Corona-Zeiten zu unterstützen. All diesen jungen Künstlern wurden Konzerte vorenthalten. Jetzt können sie auf dieser großartigen Bühne spielen, zusammen mit etwas bekannteren Musikern wie Rolando oder mir. Sie stehen am Anfang ihrer Karriere. Sie brauchen jetzt Unterstützung. Die Reaktionen waren sehr berührend, aber vor allem große Begeisterung. Gemeinsam Musik zu machen, das ist fantastisch. Einer von ihnen brach fast in Tränen aus und sagte: Du hast mich gerade davor bewahrt, einen anderen Job zu suchen. Denn das war's. Ich muss ja Essen auf den Tisch bringen. Zu den von Rolando Villazón ausgewählten Künstlern gehört das Ensemble für alte Musik La Peggiata, das einige barocke Juwelen aufführt. Darunter die Geschichte des Helden Orpheus. Monteverdi hat mein Leben verändert, genau wie Mozart. Wenn man Monteverdi singt, dann kann man nicht einfach nur singen. Man muss Künstler sein und eine Geschichte erzählen, den Worten eine Bedeutung geben. Ich liebe das Palais Garnier. Es ist ein magischer Ort. Den Chagall dort oben zu sehen und Teil der Tradition, der Geschichte dieses wunderschönen historischen Ortes zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin der Musik von Richard Strauss total verfallen. Morgen, ein leuchtendes Stück, das zu fliegen scheint. Wenn man es spielt, fühlt es sich an, als würde man über das Wasser segeln. Beide Künstler wollen Hoffnung geben. Uns alle hat diese Zeit geprägt. Wir müssen uns davon inspirieren lassen und in die Zukunft blicken. Wir müssen zusammenhalten und Solidarität zeigen. Ich möchte allen Musikern sagen, lasst uns lächeln. Die Bühne gehört uns bald wieder. Das ist ein großes Projekt, Perpetual Music. Es setzt ein Zeichen für die Welt mit der Botschaft. Das ist extrem wichtig. Wir brauchen Unterstützung. Kunst, Musik, klassische Musik, das ist kein Accessoire, wo man sagen kann, das ist nicht so wichtig. Nein, klassische Musik, Kunst ist lebensnotwendig. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.